Hallöchen Leute, hier ist wieder Mensch Biber und heute gibt es mal einen weiteren Ultra Blaster, nämlich die Nerf Ultra 5 oder Nerf Ultra 5, wenn man es auf Deutsch halten möchte. Was ich auch sehr interessant finde, weil, als wäre es Absicht gewesen, ne? Ich hatte ja die 1, 2, Dorado, Amp, jetzt müsste das mit der 5 tatsächlich der fünfte Ultra Blaster sein, den ich vorstelle, passt also sehr gut. Und außerdem hatte ich bei der Amp behauptet, ja, da werden wahrscheinlich nur irgendwelche Ultra Blaster mit großem Motor rauskommen, weil bei denen ist ja so, dass da zwei Batterien mehr reinpassen, hat das Ding mehr Saft, schießt weiter und deswegen diese angepriesene Reichweite von 36 Metern. Der Blaster hat jetzt aber gar keinen Motor mit drin. Also stehe ich jetzt wieder blöd da, weil ich was Blödes behauptet habe. Ich glaube aber immer noch, dass ein Einschuss Ultra Blaster nicht rauskommen wird. Eine Jolt-Variante glaube ich nicht, dass da wirklich viel Sinn hintersteckt. Aber ich bin trotzdem mal gespannt, weil hier wird immer noch gesagt, dass es 36 Meter weit schießen soll. Und das ist ja schon an sich interessant. Wie wollen sie das jetzt hinkriegen? Ist da eine stärkere Feder drin? Ich bin gespannt. Vielleicht liegt es auch nur an den Pfeilen. Hier haben wir auch wieder so einen Pfeil oben mit drauf. Können wir uns auch gleich wieder rausholen. Und auch cool ist, dass hier drin ein internes Magazin ist. Also da passen dann vier Pfeile rein. Obwohl wir bei der Amp tatsächlich nochmal ein externes Magazin hatten, konnten wir rausbauen. Das wäre ja auch cool gewesen, wenn wir hier jetzt so einen Blaster gehabt hätten, wo wir das austauschen können. Ich will natürlich niemandem erzählen, wie man die Blaster anzuordnen hat, aber das wäre schon cool gewesen. Meiner Meinung nach. So, nur ein bisschen aufmachen, rausziehen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir ein bisschen, da sind Pfeile drin. Und wir haben tatsächlich drei hier mit drin. Und hier oben ist der letzte. Also tatsächlich nur genau vier Pfeile mitgeliefert. Genau so viel, wie in den Blaster reinpassen wird. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie besonders bei diesen Anfangsblastern aus dieser Ultra-Reihe ein paar mehr Pfeile zulegen. Weil das Problem ist ja, eine neue Pfeilart, das sind hier diese Styropor, die Ultra-Pfeile, die haben jetzt noch nicht allzu viele Leute zu Hause. Und deswegen wäre es besser gewesen, wenn man mehr Pfeile hat, weil man kann sie ja nicht einfach so mit anderen Pfeilen austauschen. Umso mehr man dann in der Zirkulation hat, desto eher kaufen sich Leute neue Blaster, weil, ach, dazu habe ich schon die Pfeile, das kann ich austauschen, das wird ja praktisch sein. Und genau das fehlt jetzt gerade, deswegen nur vier Pfeile ist vielleicht nicht ganz perfekt. Aber wie gesagt, ich erzähle natürlich keinem, wie man irgendwie den Blaster-Launch zu managen hat. Und weil es die Theorie das letzte Mal noch gab, nein, man kann keine Megapfeile benutzen, weil die sind schon wieder ein bisschen zu groß, um da reinzupassen. Auch vom Durchmesser her ein bisschen zu dick. Das würde nicht funktionieren, selbst wenn man sie hier irgendwie zuschneidet. Besonders bei solchen internen Magazinen, die sind immer so ein bisschen wählerisch, was Munition angeht. Da kann man auch nicht allzu diese fetten Köpfe mit drin haben, weil die würden sich dann irgendwo verhakeln. Weil so irgendwie Gummi auf Plastik, das reibt dann gegen, das bleibt irgendwo hängen. Nicht ganz perfekt. Und hier kann man tatsächlich schon mal ein bisschen reingucken. Das finde ich auch cool, weil es ist ja ein internes Magazin, ne? Man sieht hier vielleicht schon so ein bisschen, dass da Federn drin sind, wenn ich das jetzt ein bisschen hin und her drehe. Also da drin kann man sehen, da sind die Federn noch mit bei. Sehr schön, ist nicht ganz so versteckt. Kann man vielleicht, falls sich irgendwas verheddert, nochmal irgendwie mit einem Schraubenzieher rangehen. So, man zieht das Ganze einmal nach hinten und das zieht sich wirklich sehr weit zurück. Also es ist praktisch wie Frankreich, so bis ans Ende des Landes zurückziehen. Das war ein blöder Witz, ich weiß. Aber wenn ich jetzt hier irgendwie so den Blaster zurück, wenn ich so anlegen möchte, dann plötzlich kommt das Ding bis hierher zurück. Könnte vielleicht ein kleines Problem sein, besonders weil man hier noch Sachen raufbauen kann und dann kommt dann so ein fettes Ding irgendwie entgegen. Naja, also man kann auch noch ein Zielvisier mit draufbauen, falls man das möchte. Einmal wieder nach vorne tun und man kann auch relativ gut bezielen mit dem, was eingebaut ist, nämlich hier eine Kimme, hier ein Korn. Ich kann das mal hier so rüberhalten, obwohl das nie funktioniert, wenn ich das zeigen möchte. Weil kann er nur auf eine Sache scharf stellen, da kriegt er nicht richtig mit, wie genau ich das meine. Ich kann jetzt nur so kleine Theorien aufstellen. Ich bin, weiß Gott, kein Mechaniker oder Ingenieur. Aber ich stelle mir das jetzt ungefähr so vor. Dass statt da irgendwie eine sehr viel stärkere Feder auf gleicher Länge reinzubauen, haben sie eine stärkere Feder auf längere Länge reingebaut. Von wegen, dass man einen längeren Spannweg hat, um eine größere Kraft zu erreichen. Aber dass du halt nicht so sehr viel Kraft aufwenden musst, um es zurückzuziehen. Ich nehme an, das wird es jetzt sein, um sie trotzdem noch irgendwie auf die 36 Meter zu bringen. Oder vielleicht erzähle ich einfach nur Humbug. Und es ist ein bisschen doof Design, dass es so weit nach hinten geht. Und wir haben sehr gute Pfeile mit drin, die einfach 36 Meter weit schießen. Bin mir nicht ganz sicher. Aber die Pfeile kann man jetzt hier einmal so reinstecken. Muss man ein bisschen aufpassen, weil die haben hier einmal so einen kleinen Ausschnitt. Hier sieht man so ein bisschen wie so ein V-Ausschnitt. Und hier unten gibt es einmal diesen Noppen und den muss man da genau drauflegen, damit er reinpasst. Also wenn ihr das einfach so irgendwie quer reinstecken wollt, habt ihr vielleicht ein kleines Problem. Das muss genau passen. Was nicht perfekt ist, weil es ist ein bisschen hakelig. So, jetzt habe ich vier drin. Jetzt kann ich das erstmal nochmal nach vorne hauen, feuern. Ja, es hört sich auch immer noch sehr schön stark an. Ich hoffe wirklich, dass es auf die 36 Meter kommt. Das wäre ein schöner Einsteigerblaster tatsächlich. Was ich jetzt nur ein bisschen bemängle, wäre so ein bisschen der Griff. Das ist nämlich
Warum haben sie das hier noch mit reingebaut? Ist das ein Schlagring? Hatten sie den noch über? Aus Plastik? Warum? Weiß nicht, ist so ein bisschen ein frustrierendes Gefühl, da die ganze Zeit mit diesem ollen Plastik rumringen zu müssen. Und ganz ehrlich, ich hätte das einfach nur rausgeschnitten. Wenn man irgendwie diesen Handschutz mit drin haben möchte, weil es eben cool aussieht, wenn man findet, dass es sehr gut zu der Ästhetik passt, gerne kann man drin lassen. Aber noch nicht diese Plastikstücken dazwischen. Besonders wenn man irgendwie größere Hände hat oder kleinere Hände, wenn es halt nicht genau auf diese Größe hier passt, hat man auch absolut Probleme mit. Und das finde ich ein bisschen unnötig. Hätte man absolut nicht reinmachen müssen. Was ich aber dafür relativ cool finde, ist, dass man hier den Platz ausgenutzt hat, weil ist ja ein internes Magazin, muss ein bisschen größer sein und dann haben wir hier tatsächlich nochmal die Möglichkeit, schön ranzugreifen. Wir können also genau anlegen und feuern, ein bisschen Zielschießen machen. Wenn wir dann allerdings nachladen möchten, müssen wir immer noch den hier machen und wieder schön Abstand lassen, damit ihr euch nicht aus Versehen ins Gesicht trefft. Wieder nach vorne, wir können wieder vorne halten, feuern. Also, falls ihr wirklich genau feuern wollt, nicht besonders schnell, aber schön, dass wir einen Griff dabei haben. Ich gucke mal noch schnell, ob wir einen Rapid-Fire-Modus mit drin haben. Also gedrückt halten und den Schlitten noch weiter hinten bewegen. Nein, das macht er nicht. Stattdessen lädt er dann einmal hier schon einen Pfeil rein. Und sobald wir es dann nochmal wieder zurückziehen mit dem gedrückten Abzug, wir den nächsten auch schon wieder reinladen. Da kann es also dann relativ schnell zur Ladehemmung kommen, weil sich plötzlich zwei Pfeile versuchen, in denselben Lauf zu stecken. Passt nicht ganz. Also da vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten, so normalerweise, wenn ich mit dem Pfeil dagegen schieße, kommt er vielleicht hier wieder zurück. Vielleicht kriege ich ihn ins Gesicht, ab und zu. Der flog jetzt auf die andere Seite des Raumes und kam da nochmal ein Stück zurück. Also, ja, ein bisschen Kraft steckt er auf jeden Fall hinter. Sobald wir den Blaster geladen haben, lässt sich der Schlitten noch nicht mehr zurückziehen. Mit Ausnahme von diesem kleinen Knopf hier. So, klein und orange. Und der entriegelt das Ganze dann. Früher waren die ja richtig, richtig schwer irgendwie zu drücken. Da musstest du extra einen Schraubenzieher oder eine Messerspitze noch benutzen, weil die im Plastik mit eingelassen waren. Jetzt ist es ein Knopf, einer der raussteht, den man relativ leicht drücken kann, ohne einfach so gegenzukommen. Also das finde ich an sich nochmal wieder schön, dass wir so eine kleine Verbesserung mit drin hatten. Und jetzt falls ich also, oh nein, ich habe geladen, aber ich habe noch gar keine Pfeile drin. Tada! In Sachen Anbaumöglichkeiten werden wir hier vorne immer noch keinen Lauf haben. Ich glaube auch nicht, dass Ultra-Reihe in der nächsten Zukunft irgendwie eine Laufverlängerung rausbringen wird. Es ist einfach wieder ein anderer Durchmesser, für den man dann extra Teile sammeln müsste. Es wäre nicht ganz sinnvoll. Hier oben können wir, wie gesagt, einfach sowas raufbauen auf diese Tactical Rail. Die stört vielleicht ein bisschen beim Zurückziehen. Man kann hier vorne noch greifen, ohne auf diese kantige, auf das kantige Plastik zu kommen. Aber man kann auch relativ leicht verrutschen. Es ist jetzt nicht irgendwie super scharfkantig und aus Metall mit so einer schönen Schneide drin, aber es kann natürlich auf Dauer so, wenn man diese schnellen Bewegungen macht, dieses schnelle Nachladen, schon ein bisschen störend sein. Also darauf vielleicht ein bisschen aufpassen. Dafür haben wir auf jeden Fall noch das Nerf-Logo auf beiden Seiten, da können wir dann auch so nachladen. Aber was hier vielleicht als Anbaumöglichkeit noch gut gewesen wäre, wäre eine Schulterstütze. Weil die kann man noch genauso von den anderen Blastern wiederverwenden. Und hier hätte man dann die Möglichkeit daraus, aus dieser Pistole praktisch einen kleinen Karabiner zu machen. Ähnlich wie bei der Nerf Endstrike Elite Commander. Das war ja auch so eine kleine Pistole, da konnte man aber noch vorne, unten über was ranbauen, aber hauptsächlich eine Schulterstütze. Hatte man dann praktisch einen Hauptblaster draus gemacht und hier kann man auch vier Pfeile schön hintereinander wegschießen, was gar nicht mal so wenig ist. Nicht gerade viel für einen Blaster der Größe, aber wenn er schön ordentlich kräftig ist, wäre auch was. Aber jetzt mal mit der Schulterstütze wäre das richtig cool gewesen. Und da haben wir aber keine Möglichkeit für. Kann ich auch irgendwo verstehen. Man muss den Schlitten ewig weit zurückziehen. Da braucht man ja mindestens schon eine sehr viel längere Schulterstütze. Und wo will man die ranbauen? Man kann es vielleicht doch hier unten irgendwo machen, dass es sich dann so hochklemmt, aber ne, wäre nicht perfekt gewesen. Wie gesagt, es ist mit dem blöd mit diesem, die Pfeile genau passend reinstecken. Ich würde also vielleicht eher empfehlen, dass man die so reinsteckt, mit der Spitze zuerst nach unten. Also dass man es vielleicht so macht, mit der Spitze zuerst reindrücken und dass der Rest dann folgt. Ist ein bisschen schwer zu zeigen, besonders weil ich das jetzt so schräg von mir weghalte und das nur gespiegelt sehe im Bildschirm. Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, das noch ein bisschen schneller zu machen. Und insbesondere, weil man dann hier direkt nur vorne reinstecken muss, ist es in der Hinsicht besser als ein normales Magazin, weil das müsste man aus dem Blaster rausnehmen, dann nachladen, dann wieder reinstecken. Und während man das Magazin rausgenommen hat, ist man entwaffnet. Dann kann man nicht feuern. Hier ist das Magazin aber gleich drin, im Blaster. Dann ist aber die Frage, was unterscheidet den Blaster von so einem Revolver? Weil da hat man eben auch so diese Trommel drin und da kann man auch einfach die Pfeile reinstecken. Und da gab es eben auch Blaster wie, ich glaube, das war die Nummer 2. Das war der kleine mit der Revolver halt. Und der hatte eben 6 Schuss. Der hier hat jetzt 4. Ist dafür vielleicht ein bisschen schlanker, nicht ganz so groß und fett. Aber dafür, wenn man den einmal so aufgemacht hat, nimmt auch ganz schön viel Platz weg, ne? Ist nicht ganz so handlich. Also, ob man dann wirklich in den Blaster investieren möchte, wenn man sich auch einen Blaster holen kann, wie die Nummer 2. Ultra, es ist wirklich dämlich mit diesen ganzen Namen. Ultra 1, Ultra 2. Da kommt man total schnell durcheinander. Wenn man sich aber so einen Revolver holen möchte, es ginge auch, hat man 2 Schuss mehr. Nur da braucht man eben einen großen Motor für.
Ich werde noch gucken, ob es einen ganz großen Unterschied in der Reichweite macht. Aber wenn man jetzt wirklich so einen größeren Blaster hat, der allein mit diesem Schlitten funktioniert und der lässt sich wirklich schön leicht und schnell zurückziehen, soweit er eben zurückkommt, ist es keine extra Kraftaufwand, der mit drin ist. Und falls Leuten sowas besser gefällt, können die auch hier rein investieren. Und wie gesagt, vielleicht ein bisschen schlanker, nicht ganz so fett. Wenn auch nicht gerade handlich. Zumindest nicht so handlich wie ein kleiner Handblaster wie die Disruptor oder die Commander. Sind eben größere Fireblaster, deswegen brauchen die mehr Platz. Wäre das aber nicht ganz mein Lieblingsblaster, ich würde wahrscheinlich eher zur Amp stehen oder zur Dorado, weil insbesondere dieser Griff, der würde mich auf Dauer fertig machen, so richtig wahnsinnig. Weil ihr seht schon, dieser Griff an sich ist richtig schön breit und groß und würde sich auch super machen für größere Leute mit größeren Fingern. Aber ihr seht hier dieses kleine Plastikstück, der steht so dämlich über. Es ist nicht wirklich viel, aber es ist so dieses ganz kleine bisschen, was auf Dauer diese Bewegung absolut nervtötend macht. Nur so ein bisschen Plastik, das da reintreibt. Das ist ähnlich frustrierend, wie wenn man zu dicke Klamotten anhat und sie nicht ausziehen kann. Das wird so langsam immer wärmer und man so wird unruhig. Irgendwie so ein Gefühl löst das bei mir aus. Das nervt mich total. Und wie gesagt, das ist an sich erstmal ein relativ leichter Blaster. Von der Sache her handlich. Nur das stört mich halt ein bisschen. Wir haben keine Möglichkeit, eine Schulterstütze reinzubauen, was ein bisschen verkannte Möglichkeit wäre. Aber dafür ist es ein mechanischer Ultrablaster, was also bisher der erste seiner Art ist, den ich vorgestellt habe. Und ich finde die Idee an sich erstmal interessant. Aber vielleicht hätte man das Ganze tatsächlich machen sollen mit vorne einem Pumpgriff. Beim Aussehen brauchen wir uns gar nicht wieder drüber streiten. Es ist entweder steht man drauf oder nicht. Es ist wieder diese Trump-Optik mit ganz viel Gold und Weiß. Aber das Orange dazwischen macht sich auch erstmal schön. An sich mag ich das Design, aber dieses olle Plastik stört mich immer noch. Ich wünschte, ich könnte das irgendwie einfach rausschrauben und rausbauen. Vielleicht ist das möglich. Bestimmt. Keine Ahnung. Ich werde es mal ausprobieren später. Weil das ist so irgendwie schmutziges Orange, aber so ein abgedämpftes Gelb. So in der Mitte von diesem Blaster. Und das ist das einzige Mal, dass wir diese Farbe damit verbaut haben. Sichtbar. Sonst haben wir eben dieses Gold. Und entweder macht ihr damit schön auch Gold raus oder ihr lasst es weg oder macht eine andere Farbe draus. Aber es ist so. Mich persönlich stört es ein bisschen. Muss jetzt nicht auf jeden zutreffen. Also ja, ein bisschen erstmal gemischte Emotionen dazu. Ich finde die Richtung schon mal gut, dass man noch ein bisschen was Mechanisches anbietet aus dieser Reihe. Aber wenn, dann bitte vielleicht ein bisschen anders. Aber jetzt gehen wir erstmal raus und machen den Schusstest. Gucken wir, ob wir da wirklich 36 Meter draus kriegen. Au! So, drei erstmal angewinkelt weg, weil einen habe ich weggeschossen. 36 Meter übers Carport weg. Den finde ich nicht mehr wieder. Also erstmal nur drei statt vier. Jawohl. Dafür fliegen die auch immer schön gleichmäßig. Einer ist jetzt tatsächlich schön irgendwie in den Ästen da hängen geblieben. Der ist dann schräg runtergefallen. Da sieht man schon mal, wie doll die Reichweite ist, dass wir schon praktisch den Baum entasten können. Ja, das ist ja hier nämlich. Der ist ein bisschen verfrüht runtergeflogen. Bei ziemlich genau 30 Metern. Aber hier ist noch einer ein bisschen weiter geflogen. Bei 33,20 Meter. Und wo ist jetzt der letzte? Nicht, dass ich jetzt zwei Pfeile insgesamt heute verloren habe. Das ist nicht so eine gute Bilanz. Ah, nee, da ist er. Okay. Tatsächlich habe ich das Maßband hier ausgerollt für. Ich ziehe es noch ein bisschen weiter aus. Genau 36 Meter. Kann doch nicht wahr sein. Wo sind die? Hier, da. Jetzt gefällt mir der Blaster schon so ein bisschen besser, wo wir sehen, dass er eine ordentliche Reichweite hat. Ob ich jetzt mit 3, 2 oder nur einem Pfeil losschieße, ihr habt schon gesehen, über 30 Meter bis zu 36 ist definitiv mit drin. Und das hier ist ganz Wichtige. Obwohl wir ja eigentlich einen nicht motorisierten Blaster haben, nur dieser lange Schlittenzug hier nach hinten. Also wie gesagt, Schlittenzug bis nach Moskau, das war schon durchaus der Witz, den ich im Kopf hatte. Ich habe es beim letzten Mal nicht richtig erzählt. Ja, wenn man das in Kauf nehmen muss, dass man den so weit nach hinten ziehen muss. Okay, ist in Ordnung. Mich stört es immer noch ein bisschen, wenn man speziell so ein Schlitten ist. Mit Pumpgriff hätte mir das ein bisschen besser gefallen. Da hätte man auch eine Schulterstütze mit ranbauen können. Das wäre cool gewesen. Aber jetzt so als Handblaster, mit diesen neuen Pfeilen und so eine geile Reichweite, das hat auf jeden Fall einen ordentlichen Platz in der Reihe. Was mich, wie gesagt, nur ein bisschen stört, ist das interne Magazin. Das Nachladen ist ein bisschen hakelig. Man hätte ein externes Magazin machen können. Man hätte eine Trommel machen können. Das wäre meiner Meinung nach sehr viel besser gewesen. Aber ihr seht schon das Problem mit den neuen Pfeilvarianten. Ich habe jetzt einen weggeschossen. Ich finde ihn nicht mehr wieder. Wahrscheinlich nicht in den nächsten paar Monaten. Und jetzt habe ich nur noch drei. In einem Blaster, der vier schießen kann. Ist so ein bisschen blöd, ne? Man kann sie nachkaufen, kostet auch wieder teuer Geld. Und deswegen würde ich eher sagen, das wäre so ein extra Blaster für Leute, die entweder einfach nur einsteigen wollen und noch ein paar Pfeile dazu kaufen. Oder für Leute, die sowieso schon ein schön abgerundetes Arsenal haben von solchen Ultrablastern und einfach nur einen schönen Zweitblaster haben wollen, der nicht nochmal extra Batterien braucht. Denn wie oft kann man 6 AA-Batterien überall einbauen? Irgendwann muss man ja neue kaufen und das nervt ja auch. Oder wenn man sie ständig rausnehmen und in den anderen Blaster reinbauen muss, nur um irgendwas schießen zu können, wäre auch blöd. Wenn man einfach sowas mal im
Rucksack hat oder mit dabei hat, ohne noch extra Batterien zu brauchen, eine sehr coole Sache. Und falls man das in Zukunft, dieses Prinzip, noch ein bisschen besser ausbaut, mit, wie gesagt, externem Magazin, Schulterstütze, Pumpgriff, das wäre richtig geil. So, wie es jetzt aber steht, so ein bisschen gemixt. Für das, was ist, eigentlich in Ordnung, aber ich finde, man hätte eine Menge Chancen gehabt, den Blaster noch sehr viel besser zu machen. Und für mich persönlich ist es mit dem internen Magazin nicht wirklich was. Aber naja, ist jedem selbst überlassen. Link ist in der Videobeschreibung, guck gerne mal vorbei. Und ja, ich habe es gesehen, die Pharao möchte ich mir auch irgendwann holen, aber gerade noch nicht wirklich erhältlich und importieren ist auch mal blöd bei solchen Blastern. Wer weiß, ob die zu stark sind, bevor die vom Zoll freigegeben sind. Wer weiß, ob das aufgehalten wird an der Grenze. Ich werde mich aber nicht weiter aufhalten und wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag beim weiteren Blaster. Bis dahin, macht's wie ich, beißt euch durch, euer Matt Spieber. Ciao.